Sessions, presented by Sick and Sound. Hi Elion. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich. Du warst ja vor 2 oder 3 Wochen, wie lange ist das her? Ein Monat, und es hat sich angefühlt wie eine Woche. Ehrlich, ne? Ja. So lang schon? Ja, ja. Boah. Also vor einem Monat warst du hier bei uns und hast uns beehrt hier in einem Live-Set. Bist DJ, Producer und erzähl mal von dir. Was machst du so? Woher kommst du? Ja, ich bin Joshua Edion, komme aus der Nähe von Köln, zwischen Bonn und Köln, Lohmar heißt das Dorf, und produziere Musik seit ich denken kann tatsächlich. Wie das dann so ist, je länger du produzierst, kommen auch immer mehr Leute auf dich zu und sprechen dich deswegen an. Und so ist es bei mir dann natürlich auch dazu gekommen, dass ich auflege, mehr oder weniger regelmäßig, früher etwas regelmäßiger, jetzt aktuell natürlich sowieso weniger. Aber gerade deswegen habe ich mich natürlich auch super gefreut, dass ihr mich da Anfang des Monats eingeladen habt, hier ja, eine Session zu spielen. Gerne, gerne. Wir haben uns genauso gefreut. Super Set gespielt. Ist übrigens auf YouTube, könnt ihr euch angucken. Jetzt noch mal eine Frage zum Produzieren. Du sagst, du produzierst schon ewig. Was heißt ewig? Also mit wie vielen Jahren hast du angefangen und womit hast du überhaupt angefangen, Musik zu machen? Mhm. Das ist bei mir tatsächlich, es fühlt sich ewig an, weil es bei mir gar nicht mit elektronischer Musik gestartet ist am Anfang, sondern ich habe angefangen damals schon in der 5., 6. Klasse ungefähr. Frag mich jetzt nicht, welches Alter ich da hatte, aber 5., 6. Klasse muss es gewesen sein, mit meiner eigenen Rockband damals auf dem Gymnasium. Da habe ich mich schon reingelesen und versucht, irgendwie die Songs festzuhalten in damals FL Studio. War so das gängige System dafür, oder zumindest das, was mein Vater dann an mich rangebracht hat. Und da habe ich versucht, meine Gitarren, mein Schlagzeug, alles mögliche aufzunehmen, damit die Songs festzuhalten. Das war erstmal so der primäre Gedanke. Und wie das dann so ist, du wirst älter, dein Musikgeschmack verändert sich. Und das war bei mir dann 2013, als ich auf einem Musikfestival war in Köln, MTV Mobile Beats war das, wo ich zum ersten Mal Z gesehen habe. Noch vor der Zeit, wo Z tatsächlich auch groß war, sondern das war so einer der ersten Acts quasi in Deutschland da, oder einer der ersten Shows, die er gespielt hat. Da war er nur Pre-Show, nicht Pre-Show, aber Warm-Up quasi, so gesehen. Von welchem Künstler? Von Knife Party. Ach, kann das sein, dass das zu dem Zeitraum war, wo der Shave It rausgebracht hat? Ja, genau, das war die Zeit. Das war diese goldene Set-Zeit. Clarity war, glaube ich, auch schon gerade draußen, aber das war wirklich so direkt nach dem Album. Ne? Das ist noch nicht so explodiert, sondern das war so ein Geheimtipp, sage ich mal. Und danach war ich so geflasht nach der Show, dass ich direkt angefangen habe, mich weiter an FL Studio zu setzen und da eben dann auch meine ersten Elektro-Songs zu produzieren. Ja, crazy. Also ich persönlich habe auch Zed so zu dem Zeitraum gesehen. Da hat er im Bootshaus gespielt als Pre-Act von, lass mich nicht lügen, weiß ich nicht mehr. Kann auch so in Richtung Knife Party gewesen sein. Und da hat er nur aufgelegt, da hatte er noch total Akne, sah aus wie so ein richtiger Milchbubi. Also der sah einfach nicht aus, als wäre er für die Bühne gemacht, war noch relativ jung. Und auch bei mir eine Zeit, die mich halt diesbezüglich geprägt hat. Aber das Problem ist, zu der Zeit habe ich halt wirklich nur aufgelegt. Mhm. Also da hatte ich Producing noch gar nicht so richtig im Kopf. Mhm. Aber um zurück zu dir zu kommen, du erzähltest gerade, du hast von deinem Vater schon, die Musik in die Wiege gelegt gekriegt. Was macht dein Vater denn? Was macht er musikalisch? Spielt er ein Instrument? Spielst du ein Instrument überhaupt? Mein Vater spielt Gitarre. Ich habe das dann quasi so geerbt, sage ich mal. Also ich fand das, habe das schon immer früher dann bewundert und bin dann vor allem auch durch die CDs, die halt früher im Schrank lagen, in die Musik eingetaucht und habe dann auch Gitarre gelernt. Ich spiele hauptsächlich tatsächlich Schlagzeug. Also in der Rockband habe ich hauptsächlich Schlagzeug gespielt, aber auch Gitarre. Das heißt, später hatten wir eine Konstellation, wo wir ein bisschen rumgeswitcht haben, dass ich mal für Songs an der Gitarre gespielt habe, mal für Songs am Schlagzeug saß. Das sind so die Hauptinstrumente, würde ich sagen, die ich auf jeden Fall spiele. Und dadurch habe ich halt auch so den Bezug dann zum Produzieren oder zur Musik insgesamt dann hergestellt. Würdest du denn sagen, dass dir dieses, dass du Schlagzeug gespielt hast oder immer noch Schlagzeug spielst,
zugutekommt, jetzt in deinen Produktionen selber? Hast du zu Hause so ein Drumpad, wo du auch selber was einspielen kannst, oder? Erzähl mal. Genau, also ich würde sagen, auf jeden Fall hilft es, wenn du ein Instrument gelernt hast, ob das jetzt melodisch ist oder rhythmisch, wie beim Schlagzeug. Ich habe zum Glück jetzt in beidem Erfahrungen gesammelt oder sammeln dürfen. Deswegen, gerade wegen der Gitarre, fällt es mir einfach leicht, mir Melodien vorzustellen in meinem Kopf und die dann irgendwie wiederzufinden, ob das jetzt in einer Piano-Roll ist, in FL Studio oder Ableton oder wie auch immer, da ich einfach ein Gefühl für die Melodien bekommen habe. Und das Schlagzeug hilft einfach bei dem Rhythmischen. Ne? Das heißt, du hast natürlich auch bei jedem Track, den du produzierst, hast du rhythmische Percussions, die du auf deinen Drop oder in deine Break legst. Auch allein die Basslines, wie du die zusammenbaust, das hat ja auch rhythmische Elemente, oder ich versuche das zumindest in meine Songs einzubauen. Und deswegen, ich würde sagen, das hat mir auf jeden Fall den Einstieg oder die Umsetzung von dem, was ich machen wollte, deutlich erleichtert. Okay, ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich persönlich fahre mich oft fest, wenn ich versuche, Instrumente rhythmisch in meine Produktion einzubringen, dass sie dann zu schnell statisch klingen, weil diese Piano-Roll und Samples genau auf den Grid zu legen und sowas neigt einfach dazu, Sachen zu computermäßig klingen zu lassen, also so zu statisch. Mhm. So, und wie du schon sagtest, so, wenn man irgendwann mal so ein rhythmisches Instrument gespielt hat, dann ist es einfach so, dass man so Sachen halt schnell sieht, erkennt und auch hört, bevor sie überhaupt passiert sind. Also sprich, du weißt ja schon im Kopf, wo du hin willst. Und oft ist das dann halt so, dass man im Projekt selber sich durch die Gegend klickt und irgendwo landet, wo der Computer dir dann quasi vorgibt, da sollst du jetzt hingehen, so da müssen die hin, weil da ist jetzt gerade der Strich, da musst du jetzt drauf und so. Und da hat man schon, also kann ich mir schon gut vorstellen, da hat man schon echt einen Vorteil, weil ich persönlich zum Beispiel nie ein Instrument gelernt habe. Ich war zwar mal in einer Musikschule, Kindergarten, Schule, ja, genau. Das ist nochmal was so ganz anderes, klar, da war ich auch, aber das lernst du ja nicht. Das ist bei mir zumindest so gewesen. Ich habe Musik machen nicht in der Musikschule gelernt, sondern freiwillig in meiner Freizeit. Ne? Das heißt, wenn du dich damit beschäftigst, weil du da richtig Lust drauf hast von selbst, lernst du meiner Meinung nach viel mehr und viel besser und viel schneller, als wenn es dir quasi, wenn du in diesem Lernsetting bist. Ja, ich denke mal, das ist generell so eine Sache, die betrifft, glaube ich, alle Bereiche des Lebens. Ja. So, wenn man selbst was will und selbst möchte, dann kann man sich auch selber genau das beibringen, was man gerade braucht. Und ich sag mal, meistens ist es halt so, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt Klavier lernen, dann gehe ich in eine Klavierschule, lerne dann die Tonleitern, lerne dann, wie ich Akkorde spiele, wie ich die linke Hand benutze, wie ich den Fuß dabei benutze. Aber so wirklich nützen tut es mir halt noch nicht zu 100% in der Produktion, außer ich werde jetzt ein richtiger Pianist und dann kommst du wieder, dann hast du die Melodien im Kopf und kannst sie dann halt in die Piano-Roll oder ins Klavier eher gesagt übertragen. Aber natürlich wichtiger, meiner Meinung nach, wäre es halt als Produzent, die Piano-Roll zu sehen und zu sehen, da müssen jetzt die Noten hin. Weil ich habe jetzt die Melodie im Kopf und dafür muss ich da und da die Noten, und ich weiß, was du meinst. So, das ist so eine Sache, die fällt mir auch immer noch relativ schwer, dass ich oft abweiche von dem, was ich eigentlich machen möchte, ja, in der Piano-Roll. Also ich habe eine Melodie im Kopf, aber im Endeffekt lasse ich mich dann von der Piano-Roll zu sehr leiten, wenn ich immer und immer wieder die Melodie höre, die ich eingezeichnet habe, aber die eigentlich gar nicht der Melodie in meinem Kopf entspricht, aber ich mich dann weiter an dieser Melodie langhangel und dann irgendwo anders lande. Ja, weißt du? Klar. So, und das regt mich halt auch selber ein bisschen auf, und deswegen versuche ich auch ein bisschen so in die musikalische Schiene zu kommen. Aber wie du schon sagtest, so ein bisschen musikalisches Vorwissen ist schon echt, echt Gold wert. Ja. Um jetzt nochmal auf deine Produktion zurückzukommen. Du stehst persönlich jetzt für die Musikrichtung Future House, House, hast auch Slap-House-Tracks. So, wo würdest du dich, in welchem Genre würdest du dich jetzt sehen, oder würdest du eher behaupten, du würdest dich keinem Genre unterordnen? Ich würde sagen, einfach durch das, was ich jetzt die letzten 3 Jahre schon released habe, ich bin auf jeden Fall Future-House-Artist, so würde ich das jetzt erstmal nennen. Future-House ist ja ein dehnbarer Begriff. Na, man könnte jetzt auch sagen House-Artist, das heißt, keine Ahnung, alles zwischen 125 und 128 BPM.
Aber genau, ich würde mich ungern jetzt auf ein Subgenre festlegen, wie zum Beispiel Future Bounce oder, keine Ahnung, was du jetzt angesprochen hast, Slap House. Ne? Das sind dann eher quasi so Sachen, die man mal ausprobiert, ne? Weil man natürlich auch die künstlerische Freiheit hat und den Willen, dann mal in neue Richtungen einzuschlagen. Aber ich würde sagen, so im Großen und Ganzen würde ich mich schon als Future House Artist dann einordnen. Hast du im Bereich Future House so Künstler, wo du sagst, so an denen orientiere ich mich, so das sind Künstler, die machen meiner Meinung nach jetzt Future House aus und du siehst sie quasi als Vorbild, also oder eher gesagt, so hast du Favoritkünstler in deinem Genre, wo du sagst, so die will ich unbedingt mal wieder live sehen oder hab die schon live gesehen? Ja, definitiv. Also um jetzt mal nur ein paar zu nennen, bei mir ist es so, ich bin ein Riesenfan von Retrovision. Ich finde, der macht einfach einen unfassbar uniken Sound, hat wirklich eine unfassbare Mixing-Stärke. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber der Mann hat es auch zu Recht meiner Meinung nach dann zu Hexagon geschafft. Und genau das Gleiche kann ich über Mo Falk sagen, der jetzt ja auch seit 2 Jahren total am Durchstarten ist, auch unter Hexagon. Und das sind wirklich 2 Produzenten, wo ich sage, da will ich mal vom Sound hin. Das ist schon wirklich eine große Inspiration, die beiden. Ja, auf jeden Fall. Also sagen mir auch beide was. Retrovision habe ich mir zum Beispiel auch schon ein paar Tutorials angeguckt im Internet. Mein persönlicher Favorite, also aus der Future-House-Szene, ist auf jeden Fall Sonderling, weil das so halt so ein alter Hase, der halt schon ewig Future-House gemacht hat. Und ich finde es halt immer schwer, Künstler zu bewerten, die halt irgendwo ins Genre reinkommen. Weil du als Künstler siehst genau, also du weißt, glaube ich, wovon ich spreche. So, es gibt halt ein Genre und man passt sich dann diesem Genre an. Und es gibt dann halt diese Künstler, die prägen dieses Genre. Und das war dann halt so Sonderling, Don Diablo und wie sie nicht alle heißen. Und das waren dann halt so die Parts, wo ich mich halt gern immer dran orientiere, weil die halt immer wieder Future House neu erfinden. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Retrovision, einer besten Future House Künstler, die ich auch persönlich so kenne in der Szene momentan. Genau, also das war jetzt auch tatsächlich einfach aufs Mixing, aufs reine Producing bezogen, wo ich als Producer sage, da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich die Tracks höre. Eben Retrovision oder Mo Falk. Klar, ich bin auch in erster Linie tatsächlich durch Don Diablo in die Future House Szene quasi abgerutscht. Vorher war ich, Zed hat ja auch kein Future House gemacht damals. Damals gab es ja gefühlt auch noch gar kein Future House. So 2013, das waren ja wirklich die Anfänge. Und bei mir war dann der Umschwung von so normalem Elektro, wo du dich versucht hast, irgendwie da zu beweisen oder ne, da einfach was zu bauen, zu Future House kam dann auch 2016, glaube ich, oder 2015, als ich zum ersten Mal Don Diablo gesehen habe. Oder auch Charmy, der auch eine Rieseninspiration ist. Auf jeden Fall. Genau, das heißt, ne, klar, die beiden sind auch absolute Legenden. Ja, ne, also da sind wir auf jeden Fall derselben Meinung. Ich selber produziere ja auch Future House und Bass House, zwar nicht in dem Ausmaß, wie du es produzierst und handhabst. Wir saßen zum Beispiel heute schon zusammen im Studio. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus will. Sehr gut. So, Cut. Ja, also um jetzt nochmal zurück auf die Produktion zu kommen. Du selber produzierst mit FL und mit Ableton, also dein Main-Programm ist FL Studio. Was wäre jetzt so für dich so dein Must-Have-Plugin? Also wenn du jetzt sagen würdest, du dürftest 3 Plugins mitnehmen. Du fährst jetzt zu einem Produzenten, der produziert nicht mit FL. Also das heißt, du hast nicht deine internen FL-Plugins. Welche Plugins würdest du sagen, die bräuchtest du definitiv, um deinen Sound so machen zu können, wie du den halt momentan machst? Okay. Da muss ich ein bisschen cheaten. Ich würde nämlich das Fabfilter-Bundle nehmen. Ui, ui, ui. Da bin ich direkt safe für alles, was EQing und Compression und Reverb oder den ganzen Spaß angeht. Ja. Ansonsten, das ist echt eine gute Frage. Gehen wir jetzt auch von Synthesizern aus oder gehen wir nur von... Synthesizer, das ist zu groß gestrickt. Also Synthesizer außen vor, also ich meine Audio-Plugins. Also sprich... Plugins, die den Sound effektieren, wie ein Kompressor, ein EQ, Saturation, so Sachen. Okay, dann würde ich wahrscheinlich noch den SSL-Kompressor mitnehmen, weil ich den einfach fühle. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber
Der ist auf sehr vielen Channels von mir drauf. Und wahrscheinlich jetzt neuerdings Soothe. Und seitdem ich das habe, das erleichtert einfach wirklich das Mixen und hat den magischen Effekt auf alles, was sich eklig für die Ohren anhört. Ja. Ist auf jeden Fall ein Plugin, was ich mir auch selber zulegen muss. Mach das. Habe ich leider noch nicht. Aber ja, sehe ich genauso. Also Fab-Filter ist ja dieser Allrounder eigentlich universell einsetzbar und eigentlich deckt eigentlich nahezu alles ab. Hat ein Delay, hat ein Reverb, hat einen Kompressor, hat ein EQ. Ja. Ich denke mal, die Produzenten wissen Bescheid. wenn ich jetzt mal auf deine Produktion zurückkommen kann. Du hast schon mehrere Millionen Plays auf Spotify. Wie siehst du deine eigene Musik? Kannst du deine eigene Musik noch hören oder bist du eher so der Künstler, der sagt so, ich bin froh, wenn der Kram raus ist und ich den nicht mehr hören muss? Oder gibt es da noch vereinzelte Tracks, wo du sagst, boah, den höre ich mir immer noch an? Mhm. Gute Frage. Tatsächlich, bei mir ist es so, da ich so viele Stunden, wie die meisten Produzenten wahrscheinlich, an der Musik verbringe, ist es bei den meisten Tracks wirklich so, dass ich die nicht mehr privat höre. Ne? Also ich höre jetzt nicht in meiner Freizeit Edion, sondern das ist dann tatsächlich sehr auf andere Musik beschränkt. Auch gar nicht mal auf EDM jetzt unbedingt, sondern ich höre auch viel Rock oder Rap oder ne, alles Mögliche. Es gibt natürlich aber trotzdem Songs, die ich mehr oder weniger hören kann. Ne? Das bedeutet, jetzt zum Beispiel ein Song, auf den ich persönlich, sage ich mal, am stolzesten bin oder der bis jetzt so das verkörpert, womit ich am meisten zufrieden bin als Musikstück, ist zum Beispiel Where Do I Go. Den höre ich mir teilweise auch noch selbst an und der macht mir auch Spaß. Ne? Also so ist das nicht. Aber bei den meisten Tracks ist es wirklich so, wenn du einmal 30 Stunden an einem Song am Arbeiten quasi, ne, in einer Arbeitssituation verbracht hast, ist es schwierig, sich da drüber hinaus noch in seiner Freizeit das anzuhören, sondern das ist dann schon, ich denke, jeder Produzent wird das verstehen, irgendwann hat man sich da auch einfach satt gehört. Ja, also ich persönlich warte immer noch auf den Zeitpunkt, dass ich meine eigenen Tracks hören kann. Also die gehen mir schon beim Produzieren auf den Sack. Also man hat halt immer diese Phasen, da fängt man einen Track an, hat eine geile Idee, hat ein geiles Resultat und fühlt es halt richtig. Also man klar, steht auf vom Rechner und feiert seinen eigenen Sound, aber sobald man da schon mehrere Stunden dranhängt und dann zu diesen Phasen kommt, wo man halt nicht mehr wirklich weiterkommt, sondern sich eher nur noch im Kreis dreht und dann irgendwann nur noch Mixing macht und dann ist man irgendwann halt an so einem Punkt angelangt, wo man einfach nur noch fertig werden will, um wieder was Neues anzufangen, um wieder neu diese Emotionen in den Track bringen zu können. Und dann, sobald der raus ist, höre ich den anfangs gerne, also auch mal auf einer anderen Anlage. Man kennt ja halt seine eigenen Songs auf seiner Anlage. Ja. So, aber mal auf so einer richtigen Anlage zu hören, so draußen oder in einem Club, sowas ist natürlich absolut mega. Aber auch dann gehen mir persönlich meine Tracks auch relativ schnell auf den Sack. Und dann kann ich die nicht mehr hören. Und deswegen spiele ich auch echt so super selten eigene Tracks. Ja. Ist traurig eigentlich. Es ist wirklich traurig als Künstler. Man sollte einfach seine eigenen Sound vertreten können. Aber ich glaube, das liegt auch viel damit zusammen, dass man diesen Sound für sich finden muss, mit dem man sich zu 100% identifiziert. Mhm. Wo man dann sagt, so, genau das bin ich. Ja. So, das ist mein Sound. So, und ich finde, das ist so, denke ich mal, so dieses Masterpiece als Produzent selber, dahin zu kommen, diesen eigenen Sound zu finden. Und ich glaube, dann ist das was komplett anderes. Deswegen kann ich leider nur aus dieser Sicht momentan reden. Aber ich fühle es, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, Where Do I Go, hast du gerade schon angesprochen, ist auch so in unseren Kreisen so unser Favorite Track. Ich glaube, mit dem sind wir auch unter anderem auf dich aufmerksam geworden. Und ja, also wie gesagt, den Song verlinken wir unter dem Video. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Und könnt auch generell mal das Spotify-Profil von Edion abchecken. Also super coole Tracks in Richtung Future House. Ich glaube, ich würde sogar sagen Richtung Deep House. Also ich finde es immer schwer, Musikstücke in Genres einzuordnen, weil wir machen quasi aus der Musik nur Genres. Klar. Und wo identifiziert man jetzt Future House? Wo würdest du jetzt zum Beispiel sagen, das ist Future House? Also welche Elemente müssen da drin vorkommen, dass man sagt, das ist Future House?
kommt dann auch wieder auf die Unterart von Future House an. Du hast natürlich Future Bounce jetzt zum Beispiel, was ich mal als Unterart von Future House noch einordnen würde. Da hast du natürlich diesen ganz prägnanten Mike Williams Saw Synthesizer oder diesen Mesto Bass, diese Mesto Hi-Hat, diesen Mesto Hi-Hat Clap Loop, was jeder Produzent schon tausendmal gehört hat. Du hast natürlich den Style, den Brooks jetzt versucht, den Brooks umgesetzt hat, ne, der natürlich auch damals die komplette Future House Szene revolutioniert hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das Future House ist oder ob es eigentlich Progressive House ist oder eine Mischung aus beidem. Brooks steht doch eigentlich auch mit für Future Bounce, oder? Also der hat doch mit diesem Future Bounce Krams angefangen, würde ich auch sagen. Ich weiß es aber nicht genau, wie er sich selber da einordnet. Der hat auf jeden Fall, wie jetzt auch theoretisch Mike Williams oder Mesto, sie haben halt einfach was Neues zu der Szene gebracht, ne? Und das hat sich dann als das Future House, was wir heute kennen, etabliert. Aber es gibt natürlich auch Oldschool Future House von Charmy, von Oliver Heldens, ne? Das gehört auch alles dazu. Da hast du eine dicke Bassline, oder bei Olli Heldens jetzt eben die 80er-Vibes, die dann durchkommen. Du hast natürlich den Sonderling-Sound mit dem Trumpet-Synth. Ist es, finde ich, undefinierbar. Also nicht undefinierbar, aber es fällt schon sehr viel in die Kategorie rein, würde ich sagen, wo man sagen kann, das ist dann Future House. Also ich persönlich habe mir die Frage noch nie so richtig gestellt. Also ich war jetzt gerade selber am Grübeln so, was Future House? So ist halt schwer zu definieren. Future House ist, denke ich mal, so ein Genre zwischen 124, 123 bis 128 BPM, würde ich jetzt sagen. Ja, definitiv. Mit Kick-Clap, also Kick-Clap, Kick-Clap, ne, also dann Kick-Clap zusammen natürlich. Kick-Clap. Okay, ich erzähl Mist. aber weiter kam ich jetzt gerade nicht in meinem Kopf. Ich merke es halt immer erst, wenn ich halt am Rechner sitze und die Synthesizer aufnehme. Also ich finde, die viele Synthesizer sind sehr prägnant für Future House, die dann diesen Future House Vibe haben, aber die könnte ich jetzt gerade auch relativ schwer beschreiben. Eben. Es ist auch einfach zu breit gefächert, würde ich sagen, um das alles in einen Topf zu stecken, sondern... Ich finde, das ist auch, ja auch nicht alles in einen Topf gesteckt. Genau, ich finde, das ist auch ein Thema, das muss gar nicht so krass thematisiert werden, weil jeder entscheidet immer noch für sich selbst, welche Musikrichtung ihm gefällt und welche Musikrichtung ihn ausmacht. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, Alter, so einen Hardstyle höre ich nicht. Und das war kein Hardstyle. So, das war einfach 128er EDM, Big Room EDM und die sagen, so einen Hardstyle feiere ich nicht. So, klar. Für die ist das dann Hardstyle. So, logisch. Und ich denke mal, so wird es dann auch diese normalen Listener geben. Also wir reden immer aus dieser Produzentenperspektive und versuchen, alles so zu definieren. Und ich glaube, dieser ganz normale Zuhörer, der macht da gar nicht so ein Radau raus wie wir. Klar. Musik ist in erster Linie da, um sie zu genießen. Na, und dann ist es erstmal egal, ob das jetzt Future House ist oder Rock oder Dubstep oder Trap oder Rap. Hauptsache man hat Spaß. So, das ist so. Du hast jetzt zweimal Rap angesprochen. Jetzt muss ich dich leider fragen, du hörst Rap, also erzähl mal, was für ein Rap hörst du? Was findest du jetzt persönlich? Oder als erste Frage, wo findest du Rap gut und wo findest du Rap schlecht? Also wo ist bei dir guter Rap und wo gibt es bei dir schlechten Rap? Und was unterscheidet die beiden Sachen? Also das ist sowas, was ich mich zum Beispiel frage. Okay. Schwierig, weil ich höre Rap, aber persönlich höre ich eher so Rap mit Oldschool, 80er-Vibes. Joey Purp zum Beispiel hat ein sehr geiles Album draußen. Das ist aber auch gar nicht das letzte Album, sondern das vorletzte Album. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Und ansonsten, wenn man das zu Rap zählen kann, höre ich super gerne Kraftklub als deutsche Band, die ja auch versuchen, Rap mit deutschem Punkrock zu vermischen. In der englischen Version wäre das wahrscheinlich dann für mich Linkin Park, die ja auch immer versucht haben, Rap in Rock einzubringen. Und das ist so quasi der Rap-Anteil, den ich höre. Und jetzt neuerdings dann eben, ne, keine Ahnung. Also Joey Purp fällt mir jetzt gerade ein. Lass mich mal überlegen. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ich habe eine Rap-Playlist. und dann wird das gehört und fertig. Die verlinken wir übrigens auch unterm Video. Genau, ist eine gute Playlist. Kann ich nur empfehlen. Ja, cool. Also ich persönlich höre zum Beispiel kein Rap. Also ich höre ab und an mal, aber nur, weil ich jetzt vor kurzem auf Netflix die Dokumentation über Biggie Small und Tupac gesehen habe und über Dr. Dre.
da habe ich mir ein bisschen Anklang an dieser Rap-Musik gefunden, also weil ich konnte mich damit halt nie wirklich identifizieren. Also auch früher in der Jugend nicht. So, aber ja. Ich höre von immer mehr Künstlern, die wirklich auch Rap produzieren, obwohl sie eigentlich Future-House-Produzenten sind. Zum Beispiel der Phil von Uplink, der produziert, ich bin bei dem zu Hause und wir nehmen erstmal einen Rap-Track auf. Ja, einfach so just for fun. Aber hat auch Spaß gemacht. Aber trotzdem konnte ich mich noch nicht so richtig dahin in dieses Genre hineinversetzen. Ja. Wahrscheinlich, weil ich es nie gehört habe. Aber ich will damit kein Genre verurteilen. Nee, eben. Es ist ja auch so, ich persönlich höre jetzt zum Beispiel gar kein Deutsch-Rap, weiß aber auch, dass das irgendwie eine Riesenszene ist. Ne? Und dann höre ich es einfach nicht. Es ist ja komplett easy. Dafür, das ist ja auch das Schöne an Musik. Jeder kann das hören, was er will, ohne dafür gejudged zu werden. Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal jetzt, Rap und Techno macht einfach Deutschland aus. Also wenn du in Deutschland Musik hörst, ist es entweder Rap oder Techno oder die Top 100 aus Amerika. Ansonsten so Future House und sowas kommt einfach hier viel zu kurz. Genauso wie Bass House. So, also ich persönlich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr gerne Future House und Bass House hört, aber glaub nur früher im Bootshaus feiern konnte, um mal irgendeinen Künstler zu sehen. Ansonsten musste ich entweder zu einem Festival fahren oder nach Holland in einen Club. Wollte gerade sagen, zum Glück wohnen wir so nah in Holland. Ja. Ja. Weil da ist die Szene ja wirklich riesig, was gerade Haus generell betrifft. Ich hoffe, das wird noch gekippt. Also ich denke mal nicht, dass es irgendwann Future House oder Bass House die Techno-Szene übernehmen wird. Aber ich hoffe, dass so diese ganze elektronische Musik so ein bisschen mehr hier rüberschwappt. Weil ich glaube, wir sind immer noch ein bisschen zu sehr Rock, Rap, so Gesangsmusik geprägt, die uns quasi in den ganzen Radio-, Fernsehmedien vorgespielt wird. Und daran orientieren sich halt auch viele. Und meiner Meinung nach wird sowas einfach viel zu wenig in Deutschland verbreitet. Also wenn zum Beispiel, beste Beispiel Holland, wenn man in Holland das Radio anmacht, dann ist da eigentlich fast Standard, dass da EDM läuft. Auf jeden Fall. Ja. So, wann läuft mal hier EDM? Auf 1 Live, Plan B vielleicht mal. Irgendwann abends läuft meist elektronische Musik. Zwischen 2 und 5 Uhr morgens. Genau. Dann mache ich gerne das Radio an und höre mal coole elektronische Musik, auch von den Local-Künstlern hier aus Deutschland. Aber ich finde, so in der deutschen Musikszene kommt momentan oder noch die elektronische Musik so ein bisschen zu kurz. Aber dafür sind wir ja hier, um die ganze Sache mal ein bisschen zu verändern und den Leuten das mal ein bisschen näher zu bringen. Weil wie wollen die Leute irgendwo rangeführt werden, wo die kein Medium haben, wo die es hören können? Also wo du gehst ja nicht eigenständig irgendwie ins Internet und sagst so, boah, jetzt würde ich gerne Drum and Bass mal geil finden. Ja, klar. So, und hörst dir dann durchgehend Drum and Bass an, bis du es geil findest. Und im Radio funktioniert es nicht anders. So, wenn du immer und immer wieder diese elektronische Musik in Richtung Future House, ist ja auch noch absolut melodische Musik, immer noch Gesang drin, Melodien drin, das Klavier drin. Also wirklich großartig anders als die Musik, die jetzt noch momentan so gehypt wird, ist die gar nicht. Ja. Deswegen denke ich mal, da ist die Angriffsfläche relativ groß und ich denke mal, die Chance werden wir auch definitiv nutzen, um das Ganze mal so ein bisschen mehr publik zu machen in den nächsten Jahren zumindest. Ja. Zumal, wenn die Clubs mal wieder aufmachen, ne, dann wird sowieso hier wieder ein ganz anderes Lüftchen wehen, was diese ganze elektronische Musikszene angeht. Weil noch kurz vor Corona war ja gerade dieser Festival-Hype, dieser Party-Hype. So diese ganzen Festivals sind hier rüber geboomt. Mhm. Hier haben immer mehr kleine Veranstaltungen in diesen ganzen normalen Clubs aufgemacht. So auch wenn es nur Sachen wie Hardcore waren oder so. Aber sowas war hier vorher nie so krass publik, wie es halt vor Corona war. Ja. Und genauso wie mit diesen ganzen anderen elektronischen Musikveranstaltungen, so kleinen Festivals. So, das kam jetzt mittlerweile rüber. Aber ich finde, dass es jetzt wieder in dieser kuriosen Zeit zurückgerückt. Leider. Klar. Leider. Klar. Es ist zurückgerückt, aber ich bin mir sicher, sobald wieder Feuer frei ist für die Festivals, wird da auch einiges wieder passieren und ich denke mal, da können wir uns alle drauf freuen. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, ne, haben wir lang genug gequatscht. Ja, hat sich gut angefühlt. Und ich denke mal, wir werden uns nochmal in nächster Zeit wiedersehen hier im Studio. Werden wahrscheinlich auch noch weiter Musik machen. Werdet ihr auch noch von uns hören, einen neuen Track. Und ich denke mal, in Zukunft wirst du vielleicht auch nochmal ein Set spielen.
danke, dass du hier warst. Und ich bedanke mich, glaube ich, in der ganzen, von der ganzen Sick & Sound Crew, dass du da warst. Und ja. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat gerne. Sehr viel Spaß gemacht.